alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Wir sind zurück nach dem Abpfiff. Rot-Weiß Oberhausen dreht die Partie gegen den SV Lippstadt und vom Gast ist jetzt bei mir Viktor Meyer. Viktor, gut in die Partie gekommen, auch mit deinem Tor eigentlich einen perfekten Start gehabt. Warum habt ihr die Partie noch aus der Hand gegeben? Ja, schwierig so kurz nach dem Spiel da jetzt was zu sagen. Es hat sich ein bisschen so angefühlt wie letzte Woche zu Hause gegen Karl-Marien-Born. Gut reingekommen, in Führung gegangen und geben jetzt innerhalb von einer Woche das zum dritten Mal eine Führung her. Durch relativ vermeidbare Geschichten, würde ich mal behaupten. Aktuell schlagen wir uns irgendwie ein bisschen selbst. Vielleicht ist ein bisschen die Selbstsicherheit verloren gegangen nach den ersten drei Spielen. Müssen wir jetzt erstmal aufarbeiten. Wir haben jetzt eine normale Woche vor uns, nach zwei englischen Wochen hintereinander. Und dann bereiten wir uns neu vor. Aber ja, ist ein bisschen ärgerlich heute. Ihr habt ja nochmal umgestellt in der zweiten Halbzeit mit den Wechseln. Trotzdem habt ihr irgendwie durch die Zentrale keinen richtigen Zugriff bekommen. Warum war es heute so schwer, gegen Oberhausen wirklich zum Spiel zu finden? Ja, RWO ist eine erfahrene, robuste Truppe. Die machen das Zentrum dicht. Haben uns da ein bisschen mehr Ballbesitz überlassen, klar. Und haben sich dann aufs Kontern verlassen. Und dann ist es schwer, gegen so eine Truppe Chancen zu erarbeiten. Wir haben trotzdem zwei, drei Dinger gehabt. Ich hatte auch zwei aussichtsreiche Chancen, die hätte ich noch eventuell nutzen können, dann wäre es noch eng geworden. Wir haben es in der ersten Halbzeit ein bisschen hergegeben, in der zweiten war es dann schwer. Nach dem dritten, nach dem 3-1 ist es dann natürlich noch schwerer und ja, ärgerlich. Eigentlich gut in die Saison gestartet, jetzt seid ihr wieder relativ ausgeglichen mit Siegen und Niederlagen. Ist das auch so ein bisschen wie in der letzten Saison? Sind das die gleichen Probleme? Würde ich jetzt so nicht sagen. Man kann die Truppe nicht mit der Truppe vom letzten Jahr vergleichen. Wir sind wesentlich jünger aufgestellt, aber mit sehr, sehr viel Potenzial. Die Jungs arbeiten überragend unter der Woche. Wir haben es die ersten Spiele gezeigt, was wir drauf haben. Haben gegen gute Gegner bestanden, Tore geschossen, Spiele gewonnen. Das ist jetzt nicht weg. Das müssen wir aufarbeiten und nächste Woche zu Hause gegen Düren holen wir den nächsten Dreier und dann sieht die Welt wieder in Ordnung aus. So ein gutes Schlusswort. Danke für deine Zeit und viel Erfolg noch. Danke auch. Ja, schwieriger Start. Die Partie ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber die Partie doch gedreht. War es am Ende souverän? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch nicht, dass wir einen holprigen Start hatten. Wir haben das eigentlich vorgenommen, was wir wollten halt. Wir wollten Ballkontrolle halten. Wir wollten den Gegner ein bisschen kommen lassen. Wir wollten halt viel über den Flügel kommen. Gut, kriegst dann das 1-0, was halt mal passieren kann. Aber ich glaube, dass wir dann, ich sag, gefühlte 12, 13 Angriffe gerade auch über rechts hatten. Das war vollkommen in Ordnung. Wir machen dann einen Anschlusstreffer, also einen Ausgleich, gehen dann in Führung und spielen zweite Halbzeit genauso. Was wir dann halt sagen müssen, ist halt, dass wir dann irgendwann keine Bälle mehr festmachen. Ich sag mal so, letzte Woche oder davor die Woche war es in der Halbzeit. Jetzt ist es halt ab 70-75. Da müssen wir einfach hinkommen, dass wir da halt noch cleverer spielen. Das passt mir halt noch nicht, dass wir da im Abseits stehen, dass wir versuchen direkt zu spielen. So diese Kleinigkeiten. Ich meine, das sind junge Leute, die müssen das lernen, die müssen es aber schnell lernen, weil sonst muss ich halt länger mit den anderen halt spielen. Das ist einfach so. Ne? Wir müssen schneller reifen und ich glaube, dass das dann halt dann dazu führt, dass wir keine Entlastung mehr haben. Sie hatten vor dem Spiel angesprochen, dass es wichtig ist, die Jungs auch wieder zurückzuholen, die Verletzten, jetzt ja, den neuen Spieler, Christian Merz auch so, Kelvin Lunga jetzt heute auch wieder eingewechselt. So. Denken Sie, dass die Jungs schnell wieder integriert werden? Ja, müssen wir halt. Ich meine, Merzer hat man das Gefühl, der war nie weg. Lunga, sage ich ganz ehrlich, Einsatz eigentlich viel zu früh. Nur wir haben jetzt wichtige Spiele. Ich meine, der hat jetzt zwei Einheiten gemacht. Kann man halt keine Wunderdinge, da geht es mir halt so ein bisschen dieses Gefühl, weil im Spiel nochmal ein anderes Sprinten ist, da sind nochmal andere Wege und deswegen habe ich ihn halt gebracht. Ich meine, es hätte sicherlich vielleicht der eine oder andere Junge nochmal eine Chance verdient gehabt, aber ich will die dann auch, wenn der das Ergebnis das zulässt, dann auch schnell Spielpraxis geben, wie es auch mit Doro war halt. Ne? Wir hatten insgesamt ja eine schwierige Woche für Sie in Oberhausen. Jetzt vor dem Spiel nochmal die Aktion auch mit dem Banner gehabt, wo Sie auch vorne mitgegangen sind und klar gesagt haben, hier zeigt es in die Kurve so. Also vereinsintern scheint eigentlich alles intakt zu sein. Ja, hier war es ja halt nie anders. Klar, dass der eine oder andere, wenn man mal Unschien spielt oder so, dann klar, das ist aber bei jedem anderen Verein auch so. Ja, warum nicht so, warum nicht so? Ich glaube, das ist halt dieses Publikum. Oder generell ist es im Sport so, ist egal welche Sportart. Aber wir kommen da eigentlich ganz gut klar. Wir haben eine gute Beziehung zu unseren Fans.
Und ja, das ist, also ich habe eigentlich keine Unruhe mitbekommen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Mike Drenova, herzlichen Glückwunsch schon mal zum Sieg und erfolgreiche Restsaison wünsche ich Ihnen. Alles klar, danke. Jerome Profeta als Kapitän vorhin ein klein bisschen schlitzohrig versucht, den Freistoß aus der letzten Ecke ins Tor noch zu hebeln. Insgesamt gesehen, war es ein souveräner Auftritt Ihrer Mannschaft? Ja, ich finde schon. Also wir haben 3-1 gewonnen. Ich meine, das Ergebnis spricht für sich. Ich fand, dass wir im Vergleich uns immer weiterentwickeln und immer besser als Team zurechtfinden und noch nicht unsere beste Leistung abgerufen haben, aber souveräner Sieg auf jeden Fall. Ich meine, klar, zum Ende hin werfen die alles nach vorne, die haben nichts mehr zu verlieren, dann wirkt das vielleicht ein bisschen nicht souverän, aber für mich war es souverän. Auf dem Platz hatte ich nie das Gefühl, dass da jetzt noch was passiert und dementsprechend ein verdienter Sieg für uns. Ja, die Offensive war sehr bissig heute, 2 abgefälschte Tore, aber auch sehr gut erzwungen. In der Defensive hatten sie aber auch arge Probleme mit Viktor Meier. Würden Sie alles in allem sagen, trotzdem, dass Sie die Lippstädter im Griff hatten? Ja, wir hatten die auf jeden Fall im Griff. Wir hatten auch kein Problem mit Viktor Meier. Ich meine, klar, der hatte ein paar Abschlüsse, aber die hat er nicht aufs Tor gebracht. Den einen Ball hat er ins Tor gebracht, schön für ihn, aber das hat uns nicht aus der Ruhe gebracht. Deswegen alles in Ordnung. Wir hatten, wie gesagt, auf dem Spielfeld hatte ich nie das Gefühl, dass da jetzt noch großartig was anbrennt. Wir sind auf einem guten Weg, wir sind aggressiv, wir spielen guten Ball und das gilt es weiter fortzuführen. Vielen Dank für die schnellen Worte. Glückwunsch zum Sieg und natürlich erfolgreiche Restsaison. Dankeschön. Gut, und dann haben wir noch Christian Merz bei uns. Christian, hi. Hallo. Christian, ja. Die ersten Tage wieder in Oberhausen. Eine schnelle Rückkehr gehabt und jetzt direkt mit 3 Punkten wieder. Wie war es die ersten Tage wieder hier im Ruhrgebiet? Ja, ich habe es heute vor dem Spiel zu den Jungs schon gesagt. Ich habe den Trainer darum gebeten, dass ich ein paar Worte vor der Mannschaft verliere. Ich wollte mich einfach revanchieren für die ersten 3 Tage, wie ich empfangen worden bin. Das ist nicht selbstverständlich, als wäre ich nie weg gewesen. Mit offenen Armen wurde ich empfangen, sowohl von den Jungs als auch von den Fans hier. Und ich wollte mich revanchieren, wollte mich bedanken und das war der erste Schritt. Sportlich gesehen auch interessant zu sehen, obwohl eigentlich in der defensiven Position hast du dann doch relativ viele offensive Aktionen gehabt. In der ersten Halbzeit auch 2-3 Flanken, die auch gefährlich wurden. Hast du hier mehr Freiheiten, als du eigentlich gedacht hättest? Ja, mehr Freiheiten. Ich kenne ja Terra aus vergangenen Zeiten, deswegen hat er mir gar nicht so viel mit an die Hand gegeben. Von daher kann man schon sagen, dass ich Freiheiten hatte. Ich habe viel mit den Jungs gesprochen in Einzelgesprächen, habe so rausgehört, was ihnen so ein bisschen fehlt. Ich habe immer von Balance gehört, so Abwehr spielt für sich, Angriff spielt für sich. Das ist halt immer der Klassiker. Wenn du die Angreifer fragst, kassieren wir hinten zu viele. Wenn wir die Abwehrspieler fragen, arbeiten die vorne nicht mit hinten zurück. Und als zentraler Mittelfeldspieler, als Bindeglied zwischen vorne und hinten, ist das eben genau meine Aufgabe, da anzupacken. Und ich glaube, das haben wir gemeinsam mit Fabi Holters auf der 6 richtig gut gemacht. Bis jetzt auch nach dem Spiel gegen den FC in einer schwierigen Woche reingekommen. Ihr seid jetzt vor dem Spiel als Mannschaft nochmal mit diesem Banner auf den Platz gegangen, habt euch direkt an die Fans gewandt. War das der Truppe auch ein Anliegen, hier nochmal ein Zeichen zu setzen? Ja, ich habe die Videos gesehen. Ich hab ja schon etwas länger kokettiert damit mit dem Wechsel und es hat Gott sei Dank funktioniert. Deswegen habe ich auch das Spiel in Köln verfolgt. Schwierig so zu sagen. Natürlich ist das ein Ehrenkodex, der da irgendwie vorherrscht und ein richtiges Zeichen, wenn sowas passiert. Allerdings habe ich irgendwas davon gehört, dass die Unterstützung heute ein bisschen runterfahren soll. Davon habe ich Gott sei Dank nichts gemerkt. Wir haben es in der Kabine angesprochen. Wenn wir das schaffen, die Fans heute an so einem Tag trotzdem anzuzünden und das Feuer zu entfachen, dass sie uns trotzdem unterstützen, dann haben wir es wirklich geschafft. Und das haben wir geschafft. Und deswegen war es sensationell, heute endlich wieder vor dieser Kulisse spielen zu können. Unabhängig davon, wie jetzt das Spiel gewertet wird in Köln, steht man ja jetzt eigentlich sehr gut mit Kontakt zu den oberen Plätzen da. Bleibt man einfach weiter an den Aufstiegsplätzen ran oder wie sieht die Saison aus? Ja, also ich bin hier nicht zum Spaß, sage ich mal so. Also ich habe den Wechsel schon forciert, weil ich einfach spüre, dass hier was möglich ist. Wozu es am Ende reicht, wissen wir nicht. Aber wichtig war es, die Heimserie weiter aufrechtzuerhalten. 3 Spiele, 3 Siege und jetzt gilt es, auswärts weiterzumachen. Dann sage ich auch nochmal, willkommen zurück in der Regionalliga West. Danke. Schön, dass du da bist und Glückwunsch zum Sieg und erfolgreiche Restsaison. Danke, bis dann. Ciao. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.